Mein Bruder lernt gerade Englisch und da wollen wir doch mal ein bisschen gucken, wie so ein japanischer Mittelschüler Englisch lernt. Linegawa to Tamagawa dewa dochira ga nagai desu ka? はい、リネ川を探しましょう。川っていう。Which is、うん、Which is The Tone 川 or the Tamag River? Yes. Okay. Which is longer, the Tone 川、or the Tamag River? What do you think? River? Okay. 何やってるんですか? Studies. I studying.English、うん、Next 私は理科が最も難しい教科だと思います I think science、yes. is the most subject difficult subject difficult 違う the most, most difficult, difficult subject yes Japanese camembert cheese6ピース入りいただきたいと思いますジャパニーズカマンベールチーズはい、行きましょういただきますうんうんザ・カマンベールチーズおいしいですか Yes, yummy. Während Dan schon Englisch lernt, zeige ich euch den Hausschrein. Hier haben wir zwei Omikuji aus Nara. Und hier im Hintergrund, das ist der Hausschrein. So sieht er aus. Der steht bei uns hier im Zimmer. Und innerhalb dieses Schreins befindet sich jetzt ein Ohoda, so nennt man das. Das ist im Grunde ja, Stellvertreter für den Gott. Den haben wir hier. Und der hat da auch immer so drei Sachen vorne stehen. Einmal hier Salz. Dann da drüben Reis. Hier sehen wir den Reis. Und links haben wir Wasser. Ist aber keins mehr drin. Müssen wir wieder Neues reinmachen. Genau, und das ist unser kleiner shintoistischer Hausaltar bzw. Hausschrein. Tokitawa in Paris. What's the tallest building in the world? It is 3-4 meters.324 meters. My name is Tensei. I class number is 11. I study English. Sound is Korea. Sound is Korea. Sound is Korea. Clear. Clear.Korea. Let's go! Wir sind jetzt bei Tenchan zu Hause und guck mal, was er so macht nach der Schule. Ist jetzt ungefähr 5 Uhr bis 4 Uhr ungefähr ist er in der Schule. Dann kommt er nach Hause und jetzt spielt er ein bisschen Games, weil das ist sein Hobby. Das macht er gerne und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Winner! Yumiko! これ Japanese Aori. ここ Jun! はいはい。やば。はい、死にました。ああ、届かない。おうおう。おう。ゴーゴー。飛んでいけ。ジャパニーズメテオ。メテオ。学校の後は家に帰ってきて、ココナッツミルクを飲みます。デリシャス。あ、アイラが帰ってきましたね。その後にパソコンをオン。で、フォートナイトをブラーで、まあ、こっからね、たまにはトランプをマジックの練習をするじゃこれソニーズヘッドホンシーンという感じで英語勉強するためにな、フォートナイトを英語にしていきたいと思います。ラストの日本語、これがねラストの日本語ラストの日本語English English EnglishOK! OK! これは My friend My friend Locker Locker もう Let's creative playing the game 言語何アイラ、こんにちは English やけどおアイラ、何これ説明してください鬼滅の刀刀は英語でライブシールド&あ、ソード I study
edit. Oh, easy. Level 3. Round and loop. Edit. Aug and drop wing.入ってない。このタイミングでとても美味しいです。うめえって言うアイラの最近ニュース、最近はアイラの最近は楽しいこといっぱい、イエーイ。最近のアイラのニュースはこの鬼滅の刃の剣が届いて、これでいっぱい遊んでおります。 My favorite YouTuber is うららUrara? Ayla nimmt gerade auf. Er probiert mit der Kamera rum. Ich bin gespannt, was er aufnimmt. Sehr hochauflösende Aufnahmen von meiner Stirn. Oder. Ayla, nein, ich sehe doch. Ja, die Nausche. Nana. Kanji. Kanji? Nukasi, Kanji. Kantan. Kantan? Doete Naron. Ey, Monaron. Monaron. Mada, Mada, Naroyaro.え、書くだけ？書くだけ。なんか漢字の意味とかは？あ、そういうのは、うん、ないんだよ。ない？ないっていうか、こういう感じ。どんな感じ？ここで漢字の練習？うん。とかして、ここであの、なんだっけ、このマンっていう漢字を、うん、のつく言葉を書くね。で、こっちはマンを使って文を作るみたい。へえ。あれだ、漢字得意？Negativ. Nachdem ihr jetzt gesehen habt, was so ein bisschen im Alltag von Tenshan und Aida abgeht, seht ihr jetzt hier Pateksu Usu Pita Shippu. Shippu nennt man das Ganze. Und das hier, wir sehen schon, den Mann. Ne? Das hilft, wenn man irgendwo Muskelschmerzen hat oder Verspannungen oder irgendwie sowas. Dann benutzen die Japaner oft dieses Shippu. Und hier sehen wir auch, es ist schön kalt. Und es ist wirklich kalt, denn ich habe es gerade drauf. Ich habe so ein bisschen irgendwie Verspannung oder so. Und das ist auch, hat sich ein bisschen in Kopfschmerzen geäußert. Und deswegen habe ich die mal drauf gemacht. Immer wenn ich die bisher drauf gemacht habe, ging es mir danach sehr gut am nächsten Morgen. Die fragt mich nicht genau, was die machen. Aber die wollte ich euch einfach mal zeigen, weil die werden in Japan unglaublich oft benutzt. Und aus Deutschland kann ich die jetzt so noch nicht. Muss das mal hier mit einer Hand eben aufmachen irgendwie. Kann ich die jetzt so noch nicht. So sehen die aus. Warte, ich zeige euch das mal. Das sind hier solche kleinen, ne? Und da ist dann auch die Anleitung drauf. Hier sehen wir dann auch schon die Erklärung, ne? Man zieht die hier an der Seite ab. Zack. Und dann klebt man die einfach auf die Haut drauf. Und dann können die ihre Wirkung auch entfalten. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber hier hinten... Da kleben die jetzt bei mir auf dem Hals drauf und dann geht es mir hoffentlich morgen schon ein bisschen besser und die Verspannung hier hat sich hoffentlich ein bisschen gelöst. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr in Japan seid und ihr habt irgendwo Muskelverspannung oder sowas, dann helfen die Dinger wirklich sehr, sehr gut. Wir haben jetzt bereits schon wieder den nächsten Tag. Es ist sehr hell draußen, die Sonne scheint, meinem Rücken hier, meiner Schulter geht es wieder super. Diese Shippu aus Japan, die helfen wirklich immer so gut. Und heute habe ich was Schönes für euch vorbereitet. Und zwar ist was angekommen. Und zwar das hier. Wir müssen mal wieder den Hintergrund ändern. Es ist nämlich jetzt langsam Frühling in Japan, Sakura-Zeit. Und da habe ich was Schönes im Internet gefunden. Und das wollen wir jetzt da hinten an die Wand hauen. Das hier ist das alte, was wir hatten. Das waren die Daruma. Die kommen jetzt ab und das muss ich halt auch immer mal wieder machen dann, wenn sich jetzt die Zeit ändert. Und das wollte ich euch einfach auch mal zeigen. Hier haben wir jetzt das neue Motiv. So sieht das Ganze aus. Ist ein sehr berühmtes Bild. Einige von euch werden das wahrscheinlich auch kennen. Da haben wir den Fuji-san mit drauf. Wir haben so wunderschönen Pagodenturm. Und dann ganz viele Sakura. So muss das sein. Hat mir sehr gut gefallen. Ist wie gesagt auch ein sehr, sehr bekanntes Bild aus Japan oder von Japan. Und das werde ich jetzt in diese Holzdinger hier machen. Na, da hat man immer oben und unten, zack, diese Holzdinger. Das muss ich jetzt kurz hinbauen und dann
haben wir es auch schon so gut wie fertig. Ist immer ein bisschen ätzend, das hier zu machen, die da reinzumachen und dann ungefähr auf die gleiche Höhe wieder zu bringen. Aber nun gut, muss ich ja jetzt auch nicht jeden Tag machen, sondern irgendwie einmal alle paar Monate. Deswegen ist das vollkommen okay. Ich habe das Ganze jetzt nochmal kurz gebügelt, damit auch die ganzen Falten draußen sind. Und jetzt kann es dann auch in die Holzränder gemacht werden. Ein paar Minuten später hängt es nun an der Wand. Links haben wir das Standardbild und hier haben wir rechts jetzt das neue Bild. Wir schauen uns von oben nach unten nochmal an. Wunderschöne Vögel, da kommen wir runter. Der Fuji-san, wunderschönes Pagodengebäude. Und dann hier die Sakura. So muss das sein. Das ist das neue Hintergrundbild, was es von jetzt an dann in den Videos geben wird. Und hier haben wir natürlich die 7 Götter oder beziehungsweise die hier auf dem Schiff. Die mag ich auch sehr gerne. Und das ist also jetzt der neue Hintergrund für die Sakura-Zeit. Das war es im Grunde auch schon wieder von diesem Vlog. Heute haben wir uns mal ein bisschen angeschaut, was Tenshan und Aida so machen, wie Tenshan Englisch lernt und was Aida so macht, wenn er von der Schule nach Hause kommt, beziehungsweise war er nach der Schule mit ein paar Freunden spielen und ist dann so gegen 5 ungefähr nach Hause gekommen. Außerdem habe ich euch noch ein bisschen gezeigt, was ich hier so manchmal mache, wenn die Kamera nicht an ist, ein bisschen den Hintergrund ändern und so. Das muss natürlich auch manchmal sein und das soll es aber auch vom heutigen Vlog gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so ein paar Einblicke in das Familienleben, in unseren Alltag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und schauen wir mal, was der nächste Vlog so alles mit sich bringen wird. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung, da gibt es noch einige Links. Unter anderem könnt ihr mich durch eine direkte Spende unterstützen. Es gibt eine Menge an Online-Kursen, falls ihr Japanisch lernen wollt. Außerdem mein Amazon-Affiliate-Link und ihr könnt natürlich auch Kanalmitglied auf diesem Kanal hier werden. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!